Kamin Futura im Netzwerk einrichten. Vorbetrachtung. Alle PCs müssen sich im selben Netzwerk und in derselben Arbeitsgruppe befinden. Die PCs müssen sich untereinander sehen können. Dies soll an dieser Stelle jedoch nicht Bestandteil dieses Videos sein. Beginnen wir nun mit der Einrichtung des Rechners, welcher als Server fungieren soll. In der Startmaske klicken wir auf das Teilen-Symbol und können hier von der Einzelplatzumgebung auf die Mehrplatzumgebung umschalten. Um in einer Mehrplatzumgebung arbeiten zu können, benötigen wir die Server-Software HSETU SQL Express 2012. Wir schauen nach, ob auf unserem PC eventuell schon eine solche Software installiert ist. Dies ist nicht der Fall. Insofern laden wir uns die Software auf der Seite der Hodgkin-Rutger-Akademie herunter unter der Rubrik FAQ. HSETU SQL Server 2012. Hexe. Nachdem wir die Software heruntergeladen haben, beginnen wir mit der Installation. Die Installation der Server-Software kann bis zu 20 Minuten dauern. Bitte üben Sie sich entsprechend in Geduld. Am Ende der Installation erhalten wir die Aufforderung zu einem Neustart. Dem kommen wir selbstverständlich nach. Nach erfolgtem Neustart müssen wir noch zwei Dinge erledigen. Erstens, wir legen einen Netzwerkordner an, auf den alle Computer Zugriff haben. Der Name des Ordners kann beliebig gewählt werden. Dieser Ordner muss entsprechend freigegeben werden, damit alle anderen PCs Zugriff darauf haben. Zugriff gewähren auf bestimmte Personen. Wir fügen jeder hinzu. Und nicht vergessen, lesen und schreiben. Anhaken. Freigabe. Danach klicken wir auf Fertig. Im Anschluss daran klicken wir den Ordner noch einmal mit der rechten Maustaste an, gehen auf Eigenschaften und wechseln dann in Freigabe. Nun markieren wir zur Sicherheit den Ordner mit der linken Maustaste, klicken danach mit der rechten Maustaste und wählen Kopieren aus. Okay. Die zweite Aufgabe besteht darin, dass wir einen SQL-Server-Check ausführen. Dazu wechseln wir das Verzeichnis C, Programme, HSETU, Kamin Futura und starten die dortige Software, SQL-Server-Check-Exe. Falls der HSETU-SQL-Server nicht zu sehen ist, können wir ihn entsprechend auswählen und klicken danach auf Überprüfen. Danach klicken wir jeweils einmal auf Reparieren und einmal auf Freigaberegeln hinzufügen. Fertig. Nun kehren wir wieder zur Startmaske von Kamin Futura zurück. Und klicken die Mehrplatzumgebung an. Hier sollte jetzt unser HSETU SQL Server zu sehen sein. Nun vergeben wir für Benutzername und Passwort jeweils in Großbuchstaben HSETU. Das Feld Passwort speichern haken wir an. Im Feld Netzwerkverzeichnis wählen wir nun unseren Netzwerkordner aus. Sollte dieser, wie in meinem Fall, nicht zu sehen sein, können wir ihn ja nun manuell hinzufügen. Mit STRG und V füge ich ihn ein. Wir hatten ihn vorhin kopiert, Sie erinnern sich. Kommen wir nun zum Feld interne Kerbezugskennung. Was ist das?
Falls Sie mehrere Care-Bezirke oder Datenbestände zu verwalten haben, können Sie diesen Datenbeständen einen jeweiligen eindeutigen Namen geben. Sollten Sie aber nur einen Care-Bezirk oder Datenbestand in Verwaltung haben, kann dieses Feld frei bleiben. Bei der Namensgebung vermeiden Sie bitte die Umlaute Ä, Ö und Ü. Die Zeile mit den externen Daten wird dann automatisch vom Programm vorbelegt. Fertig! Bevor wir nun unsere Einstellungen abspeichern, empfiehlt es sich, dass wir uns einen Screenshot anfertigen. Diese Daten werden auf den anderen PCs benötigt. Okay. Nun werden wir von der Software gefragt, welches Bundesland installiert werden soll. Dies geschieht einmalig und wir können unsere Software starten. Dies kann entsprechend beim erstmaligen Start etwas dauern. Nachdem wir dann die Fragen zur Innungszugehörigkeit und Zertifizierung entsprechend beantwortet haben, sind wir mit unserer Einrichtung im Netzwerk fertig. Nun kann die Datensicherung zurückgeholt werden. Im letzten Abschnitt befassen wir uns nun mit der Einrichtung der Arbeitsplatzrechner. Nach erfolgter Installation von Kamin Futura klicken wir unser Teilen-Symbol an, wechseln auf Mehrplatzumgebung. Hier wählen wir nun wieder unseren Datenbankserver aus. Benutzername und Passwort belegen wir jeweils wieder mit HSETU in Großbuchstaben. Vergessen Sie nicht, Passwortspeichern zu aktivieren. Danach wählen wir unser Netzwerkverzeichnis aus. Sollte es wider Erwarten nicht angezeigt werden, können wir auf die Daten unseres Screenshots zurückgreifen. Sie erinnern sich. Letztendlich tragen wir noch unseren vergebenen Care-Bezirksnamen ein. Und die Zeile für externe Daten füllt sich automatisch. Damit ist die Installation auf dem Arbeitsplatzrechner abgeschlossen. Diese Installation ist entsprechend auf den anderen Arbeitsplatzrechnern zu wiederholen. Damit sind wir mit unserem Einrichtungsvideo am Ende angelangt. Wir wünschen Ihnen bei der Weiterarbeit mit Kamin Futura viel Erfolg.